Bereit? Der Willisauer Sprüchliabend wird Ihnen präsentiert von folgenden Firmen. Es wird gesungen, es wird gelacht, es wird geratscht und geklatscht. Es ist wieder Sprüchliabend in der Willisauer Beizen. Telenapftele Zentralschweiz war dabei, auch dieses Jahr im neu eröffneten Gasthof Möhren. Hier sehen Sie es und hören Sie unerhörtes, witziges und geschämmiges, schier skandalös, seriös und anders. Fleissig haben die einzelnen Gruppen über das Jahr durch gesammelt, gedichtet und Versli geschmiedet und gerade jetzt wird es serviert. Viel Vergnügen am Willisauer Sprüchliabend 2016. Es begrüßt Sie der Werner Bürkli. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Galli und dem Steffen. Steffen, 20 Jahre sind genug. Ich habe es endgültig satt. Ich spiele nicht mehr länger den Double für den Galli. Und lese seine schwachen Sprüche ab. Ich habe gekündigt, per sofort und das unwiderruflich. Seit 20 Jahren verspricht mir der Galli, dass ich endlich Zunftmeister werde. Und alle zwei Jahre hat er mich vertröstet. Und jetzt macht er sich als Kanöffelpräsident aus dem Staub und lässt mich hocken. Mino, er hat mir versprochen, ich sei sein Nachfolger als Präsident. Und hat damit die besten Voraussetzungen für den nächsten Zunftmeister. Aber nein, wo es darum gegangen ist,
hat er einen Schwanz eingezogen. Und auch den Strombühler unterstützt. Schwachstrom ist das, Galli. Schwachstrom. Aber jetzt ist die Ruhe hier unten. Ich bin nicht mehr auf den zweiklassigen Schreiberling angewiesen. Im Gegenteil, ich habe gestern ein lukratives Angebot bekommen für einen Transfer zu den Fersli-Brünzler. Und wenn der Galli mich nicht freigibt, gehen sie gar ein Lego sprücheln. Als Brünali von der Käppelimanz. Aber der Galli klammert. Er gibt mich einfach nicht frei. Und sie kaniert mich seit Stunden mit Hassmails und Telefonterror. Und er hat mir furchtbare Folter angedroht. Er will mich an meine Länge schneller unterhören, als neue Städtedekoration aufhängen. Aber ich werde nicht weg. Ich. Wo ist mein kleiner Steffen? Nicht zum Erreichen. Ich habe satt. 20 Jahre sind genug. Basta! Steffen! Wie kannst du mir das antun? Bitte, bitte! Es ist doch immer so lustig gewesen. Für dich vielleicht. Aber für mich sicher nicht. Oder meinst du im Ernst? Das hat mir Spaß gemacht. Stundenlang die Waffe hocken. Weiberkleider anlegen. All die Schminke im Grind. Und der ganze Arme Stöckel ist rumlaufen. He? Und ihr da? Lacht ihr zu blöd? Ihr habt es auch noch gefunden. Aber ich? Sicher nicht. Wie habe ich das nur verdient, Steffen? Ich wurde die Spöchel unter Schmerzen geboren. Bitte nur noch eine, Steffen. Also gut. Aber nur, wenn du ab sofort wieder normal schnorrst. Und noch mal plötzlich aufhörst, mich so zu bemüterle. Gut, versprochen. Eigentlich sind wir auch voll im Trend mit unserem Rücktritt. Ja, ja, da der Brunner und der Locher, die mögen auch nicht mehr. Der Brunner will wieder bauen. Dann können er mit ihrem subventionierten Holzzaun, den er aufstellt, mehr verdienen als ganze Jahr als Parteipräsident. SVP hat ja jetzt den Rösti an der Spitze. Fällt nur noch Bratwurst dazu. Schallen hat mich gescheint schon ein Pony gemetzelt.
Ja, ein Einkaufspulli. Nein, nein, sei es da gegen so Osten raus, dass die dumme Tierli sich im Frontal vor der Karre gesäckelt. Das hat jetzt sicher gemeint, dass sie ein Wildzug. Also schwarz-wild. Und Schwarze gehören ja nicht dahin, hat das Eppi gedacht. Und Peng! Wird das Eppi jetzt ausgeschafft? Das Eppi kannst du nicht ausschaffen, das ist ein Eidgenuss. Seine Urahnen haben schon den Leuten in Schwur fotografiert. Und der berühmte Bundesbrief, das sieht scheinbar nichts anderes als der erste Lesebrief von einem Schaller. Aber Strafe muss sein. Der Seppi muss seine Sünde im Ausland ausser büssen und ab sofort bei dem Ausdreckeln mitmachen. Es hat ja noch weitere prominente Rücktritte gegeben im letzten Jahr. Vor allem hier bei der FIFA. He? Ja, ja, der Sepp. Das sind die letzten Worte von dem Depp. Liebe Fußballfreunde aus aller Welt, mein Ziel ist es immer gesehen, am Fußball zu dienen. Ich habe meine Zeit von meinem Leben selbstlos nur für den Fußball eingesetzt. Umso trauriger ist die Kampagne, die gegen mich ist gelaufen. Traurig und schade für den Fußball und die ganze Fußballfamilie. Ja, 34 Jahre als Generalsekretär und Präsident von der FIFA immer streng nach dem Prinzip IRO gehandelt. Analysieren, optimieren, minimieren, korrigieren, rationalisieren, umstrukturieren, repräsentieren, antichambrieren, integrieren, kommandieren, dynastieren, schmieren und abkassieren. Und das hat dann viele Jahre gut funktioniert und auch rentiert. Aber jetzt mag ich nicht mehr. Die traurigen, hinterhältigen Anwürfe von den letzten Tagen und Monaten haben meiner Gesundheit geschadet. Ich leide unter einem hartnäckigen Katar. Gezwungen, vor allem meine liebgewonnenen Amten von der FIFA zurücktreten. Ich gehe heim, am Brief, ins Wallis. Dankeschön. Traurig, traurig. Ja, so richtig glaube ich ja nicht, dass der wirklich zurückkommt. Nein, nein. Der Sepp wird neuer Präsident vom Club 85. Ja, ja, die Donatoren hier vom FC haben den letzten GV der Presse, den Tisch durch Hegi, gerade losgestürzt, habe ich gehört. Weil der eigenmächtig 500 Franken viel ausgegeben hat. Stell dir mal vor, 500 Franken! Das sprengt ja alle Dimensionen in dem modernen Fußballgeschäft. Jetzt macht der VW-Fahrlehrer hier den Präsidentenjob. He? Eine saubere Sache. Ausgerechnet der VW-Fahrer. Bei der VW hat der Bypass auch müssen gehen und hat noch eine kleine Abfindung bekommen. Auch bei der Grössenordnung von 500 Franken oder so. Der Alpisser-Bächlein unten scheint sich dermassen zu schämen wegen dem VW-Skandal, dass er jetzt heimlich mit dem Subaru umfährt. Auch für Quitmer Schlumpf heisst es Adi sagen. Dafür haben wir jetzt einen Parmesan im Bundesrat. Immer noch besser als ein Globi oder ein Quäschi. Schärli wohnt ist auch gezockt. Aber Felicitas hat die Wahl nicht geschafft, die Frau Stopfi.
Das sind auch die Auswirkungen, wenn ein Karnöffel wie der Küngrobi an der Macht ist. Die Regierung wird zu reinen Mannenzunft. Der Winiker ist ja auch bei der Safranzunft. Nur hat die mehr Geld als der Kanton. Aber die absolute Mehrheit hat sie noch in der Regierung, die Zünfte. Nicht jeder Gohn ist ein Zünftiger. Karnöffler haben mit dem Mainz-Cäsar einen Pensionär als Gesell aufgenommen. Darum muss die Zunft nach 125 Jahren den Namen ändern. Ja, wie heisst die jetzt? Alter mit Zukunft. Ah ja, weil ich auch glaube, wenigstens an Zukunft. Wir stellen ja schon wieder ein neues Hotel auf, da. Das mal ums Wasserfeld aber. Länge ist denn die Kapazität von Peter und Paul mit Sportrock-Kunden nicht? Grundsätzlich schon. Aber wir wollen halt weitsichtig, das will ich sagen. Nach dem System Gotthard. System Gotthard? Ja, System Gotthard, oder? Will ich auch denke bereits an die Zeit, wo Peter und Paul muss saniert werden. Bis dann müssen die Bett im Schlossfeld oben bereit sein. Dann haben wir den zwei Sporthotel, aber dann sind sie nur zur Hälfte füllen, voilà. So, bringen wir es hinter uns. 20 Jahre sind genug. Fertig, lustig, es ist kein Lug. Will ist alles langweilig geworden. Alle schönen Sujets sind gestorben. Güsselabfuhr, fahrt in das Quartier, Feuerwehr, trinken gemeinsam ein Bier. Stadt und Land sind 10 Jahre vereint, höchste Zeit für eine neue Gemeinde. Wo noch gekehrt wird, ohne Stil, Zwauen und Segelzwil. Und setzt uns nicht gefallen bei diesen Rufen? Auf Grosswangen gehen wir, das Trixli besuchen. Aber bevor wir wieder so zurückkehren, wollen wir uns noch bedanken bei all unseren Lieblingssujets von den letzten 20 Jahren. Ja, wir haben es ein bisschen kürzer natürlich. Und tun das in einer Form aus dem KGB von einem Dankeslitanei vortragen. Wir haben zuerst mal probieren, auch zu singen in unserer Karriere. Und ihr müsst einfach den Refrain müsst ihr mitsingen, statt Ora pro nobis, würde es heissen, wir danken von Herzen. Ist einfach, hä? Dankeschön, Schalle Seppi und Rudi Frey und der ganze Fasnachtspartei. Wir danken von Herzen. Wie wenig Herzblut da. Probieren wir eine andere Partei. Dankeschön, der Grüne, der Schwarze und der Rote. Für alle unfreiwillig komische Worte. Wir danken von Herzen. Dankeschön, der Schulpflege, zuerst drei, dann zwei, dann eine. Und bald schon geht's von denen Bildungsheine keine. Wir danken von Herzen. Dankeschön unserer lieben Frau Maggie Schwägler-Beck. Dem rastlos wandelnden Städtli-Blick. Wir danken von Herzen. Dankeschön den Vereinigten Städtli-Krämer, den Goldschätz und all ihren heiligen Parkplatz. Wir danken von Herzen. Dankeschön im Fausto und der Vereinigten Pizza Mafiosi und allen Beizen, wo immer noch da sind. Wir danken von
Danke schön. Ein besonderer Dank unserem Lieblingssujet, Trix. Und ich werde wie Sauer Fasnacht nix. Wir danken von Herzen. Danke schön unseren Coiffeusen, Medi, Heidi, Vreni und Gabriela. Obwohl es manchmal furchtbar hat wehtan. Wir danken von Herzen. Danke schön im Aronet-Rübi für unsere Homepage ohne Panne. Und euch allen, ihr lieben Frauen und Männer. Wir danken von Herzen. Dankeschön, ein Mann, aber gehört unser grösster Dank, Lüdiger Krampfer, topfit und schlank. So kräftig und breit wie ein Eichelschrank, 20 Jahre bleibt er treu und ist kein Tag krank. Er ist unser Bier, Wein und Wassertank, dank wem finden wir jederzeit den Rank. Er ist so verlässlich wie eine wahre Bank. Im Hans-Peter Siedler, sei tausendmal Dank. Jetzt ist endlich Zeit, Adi zu sagen. Steffen! Steffen, was kannst du mir nicht antun? Ich will immer alles unter Schmerzen geboren haben. Hör auf mit dem Theater. Es ist endlich Zeit, dass wir unseren treuen Fans sagen, warum wir das nächste Jahr kommen können sprechen. Gut, das ist so. Auch wir zwei kommen langsam ins Alter. Und sollte ich für unser Leben so ein bisschen vorsorgen. Und von dem Hungerlöhnli, der uns die Zunge zahlt, können wir nicht einmal meine Frisur rappen. Darum haben wir jetzt einfach nicht können Nein sagen, wo das lukrative Angebot hier reingekommen ist. Nicht für den Fersli Brünzler. Nein, nein. Dann kann ich ganz gut zu den Wettschweiber gehen. Nein, aber im Jahr 2017 heisst es beim Schweizer Fernsehen, am Sonntag oben, nicht mehr Jacobo und Müller, sondern... Gali! Steffen! 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 Reportagen über Willisauer Sprüchli oben hat nur dank folgenden Firmen realisiert werden. Ein herzliches Dankeschön.